So, willkommen zurück, meine Lieben, zu Let's Play Tomb Raider The Forgotten Treasure. Ja, das sagt uns, speichert ab, Leute, weil es könnte gefährlich werden. Und ich bin sehr gespannt, was hier jetzt auf uns zukommt. Und es, boah, sieht irgendwie nach so einem Kampf aus. Oje, oje. Will ich da rein? Oh, das ist ein Rätsel. Same time of all clocks. Die müssen wir wahrscheinlich abspringen. Und zwar immer die dieselbe Uhrzeit zeigen, hä? Also, das wäre... die hier. Wir müssen immer 10 nach 6 machen. Würde ich jetzt mal schätzen, weil es die öfter gibt. Hier gibt es kein 10 nach 6. Machen wir mal hier weiter. Ist ja witzig. Dann die hier. Da kommt man auf so eine Idee. Okay, und dann... die hier. Das finde ich richtig witzig. Und ich hoffe, dass meine Theorie auch stimmt. So, welche ist die nächste? 10 nach 6? Gibt es überhaupt noch eine? Ja, hier vorne. Da müssen wir hin. Und dann... da. Wenn das jetzt geklappt hat, fresse ich einen Besen. Nein, hat natürlich nicht geklappt, weil wir nicht weit genug gesprungen sind. Aber ich glaube, wir haben das Rätsel verstanden, oder? Wir probieren das jetzt nochmal. Weil ich fand, das war irgendwie sinnvoll. Das... das. Dann. Das hier. Die Musik ist auch richtig cool dabei. Gut, dass wir vorher gespeichert haben. Dann hier rüber. Darüber. Und dahinter. Das war zu weit. Und Kroa Lara tot. Versuch Nummer 3. Aber wir kriegen das hin. So, 10 nach 6. 10 nach 6. 10 nach 6. Oder ist es halb 2? Man kann es nicht so richtig erkennen, ne? Aber ich glaube, es ist 10 nach 6. Wahrscheinlich war, als der Levelbauer die Idee bekommen hat oder hier das umgesetzt hat, war es wahrscheinlich gerade 10 nach 6 oder so. So. Haben wir das jetzt richtig gemacht? Weil wir sind doch gerade irgendwie anders unterwegs als sonst, oder? Man kann nämlich jetzt hier rüber... und dann darüber. Das hatte mir nicht geklappt. Haben wir was falsch gemacht? Dumm, dumm, verkackt. Deswegen muss man auch speichern vorher. Verstehe. Okay, wir müssen uns wirklich nochmal ganz genau angucken, welche zeigen alle die gleiche Uhrzeit. Machen wir wirklich jetzt Zeile für Zeile. Wir haben hier 5 vor 3, hier 5 vor halb 3. Hier 10 nach 6 und da 10 nach 6. Soweit ist klar, ne? Gehen wir die zweite Reihe mal. Das ist hier 10 nach 6 und da 10 nach 6. Heißt, müssen wir beide abspringen. Vielleicht hatten wir auch eine falsche Uhr berührt oder so, das kann auch sein. Dann... es ist die 10 nach 6 hier. Ein Stückchen müsste noch zurückgehen. Und die 10 nach 6 hier drüben. Da ist keine mehr. Das heißt, soweit muss es richtig sein. Und dann hier drüben.
Und hier kommt keine mehr, außer da hinten in der Ecke. Das ist die letzte. Aber ich glaube, das gibt nichts, wenn ich von hier springe, weil dann berühren wir eine andere. Nee, das funktioniert nicht. Same time of all clocks. Ich war mir jetzt eigentlich sicher, dass wir das richtig gemacht haben. Oder müssen wir das in der Zeit von der Musik irgendwie schaffen? So, gucken wir uns das nochmal an. Was gibt es denn noch für identische Uhrzeiten? Sind die alle unterschiedlich? Gucken wir mal, ob es jetzt noch ein 5 vor halb 3 nochmal gibt. Ja, wirklich. 5 vor halb 9. Ja, doch, die Zeiten wiederholen sich alle. Und welche davon? Same time of all clocks. So, laden wir das nochmal. Es gibt nämlich mehrere Doppelungen. Das hatte ich jetzt so noch nicht wahrgenommen. 5 vor 3. Vor 3. 5 vor 3. 5 vor 3. Wir probieren das mal mit 5 vor 3. Das ist. Nee, das war falsch. Laden wir gleich von vorne. 5 vor 3. Gibt es nämlich oft, das kann man auch gut abspringen. So. Das nächste 5 vor 3 ist hier. Das nächste ist da. Hier. Dann haben wir das nächste. Direkt hier vor uns, diagonal. Und der hier hinten. Ja! Und mir fällt gerade auf, das ist doch die Uhrzeit, die überall angezeigt wird. Und das ist das Rätsels Lösung. Jetzt habe ich es verstanden. Weil wenn wir nämlich jetzt hier an den Anfang gehen vom Level, das ist, glaube ich, ein schlechter Spielstand. Nehmen wir mal den. Der ist auch schlecht, oder? Ne, der ist gut. Der ist sehr gut. Weil hier haben wir nämlich die Uhr irgendwo. Wenn wir jetzt mal hier runter gehen, wurden wir das ganze Level lang irgendwie die Uhren gezeigt und die haben immer 5 vor 3 gezeigt. Das ist die falsche Richtung. Ich wollte da rüber. Und da musste man dann jetzt sehen, okay, die identischen Uhrzeiten, das müssen alle gleich sein. Müssen wir natürlich auch die nehmen, die hier überall abgebildet sind. Also das alle gleich hat sich nicht nur auf das Rätsel bezogen, sondern auf das ganze Level. Genau, weil wir hier 5 vor 3 haben, da guckt Lara so schön hin, mussten wir natürlich jetzt alle 5 vor 3er uns raussuchen. Und dann klappt das hier auch. Cool. Nicht cool. Aber nee, muss ich echt sagen, die Idee ist richtig klasse, so ein Rätsel zu machen. Muss ich jetzt echt mal sagen, Hut ab. Coole Idee. Jetzt will ich nur noch mal gucken, kann man hier irgendwie drunter? Nee. Nicht, dass da irgendwo ein Secret versteckt ist oder so, aber das sieht mir ehrlich gesagt nicht so danach aus. Deswegen gehen wir jetzt hier wieder rein. Beziehungsweise machen denselben Fehler wie eben. Da muss man nämlich jetzt die STRG-Taste drücken, dass Lara sich nicht abstößt. So. Oh, hier haben wir eine verschüttete Tür. Da kommen wir nicht durch. Müssen wir hier weitergehen? Und da hoch? Aha. Und sind wieder in einem neuen Bereich. Hier über dem Uhrenrätsel drüber. Da ist wieder der nächste Heini. Ich hoffe, es ist der einzige. Ja, Doppelwumme. Stirb. Jawohl. Jetzt haben wir wirklich nicht mehr viel Munition auf der Uzi. Das heißt, wir nehmen für die nächsten Gegner erstmal wieder die Magnums.
Bis wir die leer haben, dann nehmen wir wieder die Uzis. Das ist der Plan. Und Schrotflinte kann man dann bei Zentauren oder so nochmal benutzen. Fand da war sie gar nicht so schlecht. Man muss halt irgendwie nah dran stehen und... Weiß nicht. Muss man dann nochmal ausprobieren. Gut, also von hier sind wir hergekommen. Das heißt... Ach, jetzt sehe ich's. Jetzt sind wir hier in dem Raum, wo wir das Ankh finden. Wo wir auch hier rüber schauen können. In den Raum davor. So, dann öffnet sich uns ein Tor. Reimt sich so schön. Der Raum davor, dann öffnet sich ein Tor. Und ich sag nur, boah. Cool. Aber es ist wirklich cool. Dieses ganze Spiel ist cool. Und so ideenreich. Mega gut. Und dann noch Tomb Raider 1-2 Kombi, was ja meine Favoriten sind. Besser kann es nicht sein. Klasse Spiel. Werde ich dann aber zum Schluss nochmal abschließend bewerten. Wer weiß, was jetzt noch kommt. Auf jeden Fall, wo sind wir denn überhaupt? Wir sind jetzt... Ah, genau, wir sind hundertprozentig richtig. Und zwar müssen wir jetzt hier unser Ankh einsetzen, um weiterzukommen. Das heißt, wir haben jetzt diesen ganzen Komplex hinter uns gelassen. Und sozusagen geschafft. Alles klar. Aber die Kugel ist ja netterweise stehen geblieben, bevor sie uns überrannt hat. Okay. Ah, jetzt kommen wieder diese typischen Fallen. Dafür müssen wir einmal uns hier dran krallen. Und hangeln zu den Fallen. So. Das Reimen wird auf jeden Fall der lieben Christin gefallen. Da müssen wir jetzt echt irgendwie schnell sein. Okay, cool. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das auf Anhieb klappt. Weil ich dachte mir so, Gott, das wird harter Tobak, aber hat ja geklappt. Gut. Joa. Hier kommen wir nicht weiter, es sei denn, hier ist irgendwie eine unsichtbare Wand, wo man durchlaufen kann. Sein Delirium, das wollen wir ja nicht vergessen. Und ja, man wird sehr gerne aufgespießt. Das wollen wir auch nicht vergessen. Gut, das ist natürlich jetzt die Frage, kommt man denn da rüber? Da muss man einfach durchspringen, oder? Weil die Tür ist nämlich davor, bevor man da reinspringt oder sich dranhängt. Muss auf gut Glück machen. Und hat auch geklappt. Da haben wir jetzt echt mehr Glück als Verstand gehabt mit diesen Türen, muss ich zugeben. Bin ich ehrlich. So, dann können wir hier einmal durch. Speichern aber nochmal ab und laden. Weil mich interessiert, ob man da auch hätte runter können. Kann man. Bringt aber gar nichts. Deswegen laden wir wieder. Aber es hätte ja ein Secret sein können. Also davon abgesehen. Muss man ja schon mal hingucken. So, jetzt kommen halt hier so voll die ganzen Fallenstellen. Oh, das ist ja voll gemein hier alles. Echt fies. Also nochmal. So, wieder zwischenspeichern, weil das wird nämlich die nächste schwierige Stelle. Weiß, ich speichere viel, aber es ist hier wirklich auch gerade notwendig. Ja, weil jetzt hat uns die Tür zum Beispiel erwischt. Das kann man sehr schwer abpassen, finde ich. Probieren wir es einfach nochmal auf gut Glück, aber... Ja, gut Glück ist nicht immer gut. Auch wenn es gut Glück heißt. Probieren wir es nochmal. Auf gut Glück und diesmal hat es geklappt. Gibt es bestimmt auch eine Abpassungsstrategie, aber nach ein paar Versuchen schafft man es auch irgendwie so. Aha, ah, ein Hebel. Was tut der? Eine Tür öffnen. Und wo? Da unten. Da kommt ein neuer Raum. Oder kommen wir wieder in den großen Ausgangsraum zurück?
Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dann, ciao.